Mit dem 2.3-Update kam die neue Map Invera raus und mit ihr der Dschungel. Ihr blickt ja nicht ganz durch. Keine Sorge, ich helfe euch und erkläre euch heute in diesem Video alles über die neue Map, was ihr zu beachten habt, wie ihr die Rätsel der Map löst und wo versteckte Red Pools sind. Einige Dinge kennen wir bereits aus meinem Vera 2.1 Erkundungsvideo. Also wenn ihr Folgendes nicht kennt, schaut gerne mal in meinem Video rein. Dies wäre zum Beispiel das Steinrätsel, die Maulwurf-Erdmännchen-Dinger, die Kakteen, diese Blumen hier, die Elementkugeln, freundliche Sandhasen, einmal diese. Und dann gibt es noch diese, freundliche Sandhasen, die hungrig sind, die diese Melonen hier haben möchten auf dieser Map, sowie schüchterne Würfel. Schaut für all diese Rätsel gerne in die Videobeschreibung. Die kennt man bereits. Kommen wir nun zu den neuen Rätseln auf der Map, wie zum Beispiel Simon Says. Ihr kennt das vielleicht aus Among Us oder so. Ihr haut dieses Ding hier in der Mitte an. Dann leuchten diese kleinen viereckigen Platten in einer gewissen Reihenfolge. Ihr müsst euch merken, in welcher Reihenfolge die aufgeblinkt haben und in der dementsprechenden Reihenfolge über die Bodenplatten drüber laufen. Dann bekommt ihr euren Pull. Aber ihr könnt das Ding immer wieder anhauen. Also wenn ihr die Reihenfolge mal vergessen habt, kein Problem. Macht einfach die ersten Platten und haut das Ding wieder an und macht dann weiter, bis es fertig ist. Also das geht sogar für Menschen wie mich klar, die ein Gedächtnis wie ein Sieb haben. Es gibt aber auch Platten, da müsst ihr einfach nur super schnell drüber laufen. Dann gibt es noch die bunten Pilze, die sind recht einfach. Ihr entscheidet euch einfach für eine Farbe. Dann müsst ihr auf den Pilzen herumspringen, bis alle die gleiche Farbe des ausgewählten Pilzes haben. Am Ende sollten also alle einfach dieselbe Farbe haben. Und ihr bekommt euren Pull. Dann haben wir hier noch ein fliegendes Dingsbums oder Orb oder so. Diese erkennt ihr auf der Map als kleine Kugel. Ihr aktiviert sie mit F und verfolgt diese dann. Sie sind mega langsam, also ist es kein Problem, die zu verfolgen. Allerdings ein kleines bisschen stressig, weil man nicht so schnell vorankommt. Wenn ihr stoppt, so stoppen diese Kugeln auch. Also sie fliegen nicht plötzlich weg oder sowas. Das macht es tatsächlich einfach, sie zu verfolgen. Es dauert eben nur etwas. Diese Bienen lassen euch dann 1 bis 5 Items da auf dem Weg, die ihr dann alle nacheinander auf dem Weg zu ihrem Ziel einsammeln könnt. Am Ende verschwinden sie einfach. Und dann gibt es dann noch ein etwas nerviges Rätsel, was auch etwas länger dauert und zusammenhängend ist. Am besten beginnt ihr dies, indem ihr eine Area findet, wo ihr vergiftet werdet. In der Nähe dieser Area findet ihr irgendwo einen kleinen Bonsai unter einer gelben Glaskuppel. Diesen Bonsai müsst ihr anhitten und zwar so, dass die Symbole hier auf der Seite bei dieser Markierung in einer Reihe stehen bleiben. Das kann ein bisschen dauern, ist ein bisschen nervig. Habt ihr das geschafft, dann bekommt ihr einen Pull. Doch nicht nur das, der Bonsai wird grün und kann euch von nun an einen Buff geben. Mit diesem Buff überlebt ihr in der vergifteten Area. Heißt, ihr rennt dann so schnell es geht zu dieser giftigen Area zurück. Beeilt euch, denn der Buff läuft recht schnell aus. Wenn ihr in der Gift-Area seid, könnt ihr dort nun so kleine Pflanzen mit F einsammeln. Diese heißen Offenbarungssamen. Es gibt aber nicht in jeder Gift-Area solche Samen. Und manchmal wachsen sogar 2 oder 3 oder so in einem Giftfeld. Die Samen sehen dabei aber eigentlich eher aus wie kleine Mini-Bäumchen. Die müsst ihr also erstmal sammeln. Dann geht ihr zu einem dieser grünen Löchereier. Diese werden euch auch auf der Minimap gezeigt. Steht ihr vor so einem Ei, wird euch angezeigt, was ihr für Elemente dort reintun könnt. Dies sind die Ele-Kristalle, die ihr für Waffen zum Aufleveln braucht. Das ist dann sozusagen Schnee für den Frostkristall, Sonne für den Feuerkristall, Land für den physischen Kristall und Blitz für den Voltkristall. Und es ist tatsächlich nicht egal, welche ihr davon ins Ei steckt, denn verschiedene Kombinationen der Kristalle spucken unterschiedliche Monster aus. Hier seht ihr eine vollständige Liste der Kombinationen und ihr müsst alle killen, denn diese Monster sind auf der Liste bei der Erkundung. Es gibt 9 verschiedene. Kleiner Tipp, es sollte immer nur einer an dem Ei die Kristalle bestimmen, dann machen das 2, so kommen vielleicht Kombis raus, die man gar nicht wollte, wenn man sich nicht richtig abgesprochen hat. Ich packe hier zum Beispiel 3x Land, also 3x physische Kristalle rein. Ihr packt die rein, indem ihr einfach Alt klickt, um dann mit der Maus drüber zu hovern auf das, was ihr wollt, um dann einfach mit der rechten Maustaste das auszuwählen. Dann kommen Fontänen aus dem Ei. Je nachdem, welchen Kristall ihr reingepackt habt, kommt dann eine dementsprechend farbige Fontäne aus dem Ei. Da ich 3x Land sozusagen, also physisch reingepackt habe, kommt hier so eine orangene Fontäne raus. Dann müsst ihr zum Schluss noch den Offenbarungssamen reinpacken, den ihr zuvor beim Giftfeld gesammelt hattet. Und dann kommt dieses Solgaleo hier aus dem Ei geschlüpft. Das müsst ihr nun bekämpfen. Am besten habt ihr dafür Freunde oder eine Crew.
Kommt gerne meine Crew, wenn ihr einsam seid. Wir machen die auch ab und zu mal on Stream. Ansonsten kann man die Dinger auch von der Klippe springen lassen. Dafür lockt ihr das Pokémon am besten hier zum Rand und wartet darauf, dass es euch angreift. Das funktioniert mit einigen von den Monstern ganz gut. Achtet aber darauf, dass ihr euch mitstürzt, denn es muss in der Nähe von euch sterben. Sonst versteht das Game nicht, dass ihr eine Beziehung zu dem Monster bereits aufgebaut hattet. Hier ist übrigens ein guter Punkt auf der Map, um die Monster zum Springen zu bringen. Habt ihr das Monster besiegt, so bekommt ihr noch als Andenken an ihn einen gekeimten Offenbarungssamen. Der wird später noch wichtig, also sorgt dafür, dass ihr diesen einsammelt. Er wird auf dem Boden als so lila leuchtendes Item angezeigt. Wenn ihr übrigens eine Kristallkombi am Ei benutzt, die es so nicht gibt, beziehungsweise kein Monster erschafft, so kommt dieser witzige Schleim aus dem Ei. Er ist nicht besonders stark, bringt euch aber auch nicht wirklich irgendetwas. Ihr habt dann einfach nur Materialien verschwendet. Und jetzt könnt ihr wieder zurück zu dem Bonsai, den ihr bereits freigeschalten habt, um euch den Anti-Gift-Buff zu schnappen, um dann wieder zur Gift-Area zu laufen. Nun wird das Andenken, welches ihr von eurem Monster aus dem Ei habt, wichtig. Diesen könnt ihr nun in die giftige Blume stopfen und sie hört auf, Gift zu spucken. Dann macht es Puff und habt das Rätsel komplett gelöst. Und die Gift-Area ist verschwunden. Yay! Gar nicht stressig. Man kann es aber auch ein bisschen anders machen. Und zwar, dass man zuerst bei der Gift-Area einige Offenbarungssamen sammelt. Also ihr geht einfach zu verschiedenen Gift-Areas, holt euch diese kleinen Mini-Pflänzchen bzw. Offenbarungssamen, habt dann ganz viele davon im Inventar, geht dann zu einem Ei, am besten den hier an der Kluft, und macht dort ein großes Treffen mit Freunden oder macht es allein, indem ihr das Monster immer wieder von der Klippe springen lässt. Und stopft da bei dem Ei alle Kristallkombis hintereinander rein, die es eben gibt. Nämlich diese 9 Stück. Da kommen immer wieder unterschiedliche Monster raus. Die killt ihr einfach alle hintereinander. Solange wie ihr Offenbarungssamen habt und diese Elementarkristalle, die man eigentlich zum Waffenleveln benutzt. So könnt ihr die ganze Zeit gekeimte Offenbarungssamen farmen, also dieses Andenken, was das Monster sozusagen fallen lässt, sobald es gestorben ist. Und wenn ihr dann ganz, ganz viele gekeimte Offenbarungssamen habt, dann seid ihr eigentlich für jede Gift-Area gewappnet und ihr rennt einfach ins Gift rein, scheißt auf den Bonsai-Baum mit dem Debuff, sondern ihr rennt einfach ins Gift rein, stopft dieser Blume diesen gekeimten Offenbarungssamen rein und sie hört auf, Gift zu spucken. Und so habt ihr dann alle Giftfelder neutralisiert. So spart ihr dann euch ein bisschen das Hin- und Hergerät, wenn ihr einfach alles vorausfarmt. Habt ihr sogar Freunde dabei, muss nur einer davon den Samen haben und seine Kristalle opfern und alle anderen können dann das Monster hauen und gekeimte Samen kassieren. So haben wir das zum Beispiel im Stream gemacht. Das heißt, es gibt nur einen großen Spender und der Rest, der profitiert dann einfach davon. Man kann sich aber natürlich auch abwechseln. Ich denke, die Taktik ist ein bisschen schneller und ein bisschen angenehmer, als immer wieder hin und her zu laufen und das ganze Prozedere von vorne zu machen. Und natürlich gibt es auch wieder Aussichtspunkte hier in diesem neuen Gebiet. Die dunklen Kristalle und die Prozente bekommt ihr erst, wenn ihr die Aussichtspunkte auch beim Terminal wie immer abholt. Dann gibt es im neuen Gebiet noch 6 versteckte rote Nukleus, die ihr nicht auf der Map sehen könnt. Das heißt, sie sind auf der Minimap unsichtbar. Ich zeige euch aber alle Locations. Den ersten findet ihr hier, der ist hier auf der Map versteckt. Dafür müsst ihr dann hier unten in diese kleine Schlucht und dann seht ihr diese Stahlmauer sozusagen. Und dahinter befindet sich der erste Red Pull und zwar in dieser Kapsel. Diese Kapsel seht ihr nicht angezeigt auf der Minimap, wenn sie noch nicht geöffnet worden ist. Ich habe sie allerdings schon abgeholt. Also kann man sie eh nicht mehr sehen. Aber hier sollte sich der Red Pull verstecken. Der nächste Red Pull befindet sich hier in der Nähe. Und das ist hier auf der Map. Hier seht ihr den Teleporter. Da könnt ihr euch einfach hier hin teleportieren, wenn ihr den schon entdeckt habt. Und dann geht ihr hier zu diesem Steingewölben-Dingsbums. Hinter den Sträuchern ist nämlich eine kleine Höhle versteckt, wo so ein bisschen Wasser drin ist. Und dort seht ihr auch eine Kapsel, die ihr nicht auf der Minimap seht. Hier ist diese Kapsel. Den seht ihr nicht auf der Minimap, aber die befindet sich hier und genau dort ist nämlich auch noch ein weiterer Red Pull versteckt. Den habe ich auch noch nicht abgeholt. Zusätzlich bekommt ihr auch noch verlorene Texte und Modul mit verlorenen Daten übrigens, bevor ich das vergesse zu sagen. Der nächste Red Pull befindet sich hier auf der Map. Also in der Nähe von dem anderen. Hier in dieser Felshöhle war ja auch ein Red Pull auf der anderen Seite. Da ist ja der Teleporter gewesen. Und jetzt befinden wir uns hier auf dem Berg, da muss man einfach hochklettern. Und dann ist hier dieser Red Pull.
Dann gibt es noch einen Red Pool, dem seid ihr vielleicht schon beim Erkunden begegnet, denn dieser befindet sich hier oben auf der mittleren, großen, riesigen Plattform, da wo dieser Baum hier wächst. Also mitten in der Mitte, den habt ihr vielleicht schon gesehen. Hier ist nämlich auch ein Red Pool drin, den sieht man nämlich auf der Minimap auch nicht. Der nächste Red Pool befindet sich genau hier in dieser Pfütze und die ist ein bisschen besonders. Man kann hier ganz einfach von hier oben runterfliegen oder hier von dem Teleporter hier hinfliegen. Also relativ einfach eigentlich. Ist hier offen auf dem Feld sozusagen. Und dann ist hier der Red Pool drin. Aber wie gesagt, das hier ist eine besondere Pfütze, denn hier in diesem Sumpf kann das Wetter nämlich die Umgebung ändern. Heißt, wenn es anfängt zu regnen, dann füllt sich diese Pfütze mit Wasser und ihr kommt nicht mehr an diese Kapsel dran und müsst warten, bis wieder gut Wetter ist. Los, regnen! Wie ihr nämlich seht, hat es jetzt geregnet, beziehungsweise es regnet gerade. Und hier ist nun alles unter Wasser, das ist genau derselbe Standort. Und hier seht ihr die Kapsel und da kommt man jetzt nicht mehr ran, weil es alles voll Wasser ist. Heißt, ihr müsst jetzt erstmal warten, bis die Sonne wieder scheint. Und das ganze Wasser abgeflossen ist. Relativ witzige Mechanik, actually, dass man da mit den Gezeiten ein paar Probleme hat. Aber es kann auch ein bisschen nervig sein. Der letzte und nervigste Red Pool ist da oben. Ihr könnt einfach hierhin teleportieren und dann da hochfliegen. Aber ich sag euch gleich, da oben ist leider eine Gift Area. Den Bonsai zum Neutralisieren findet ihr direkt hier am Fuße des Felsens. Das heißt, man kann theoretisch den freischalten, ihn grün machen. Ich habe ihn schon grün. Und dann den Buff abholen und dann nach oben fliegen. Und dann mit dem Debuff gegen das Gift das Rätsel dort oben lösen. Aber ich sag euch gleich, das ist super stressig, gar kein Bock. Ich würde auf jeden Fall vorher so einen gekämpften Offenbarungssamen holen. Und sofort die Blume neutralisieren, die hier oben gammelt. Weil sonst ist das hier einfach viel zu stressig. Das ist nämlich ein riesiges Simon's Says mit den ganzen Platten. Dementsprechend erst die Blume neutralisieren. Also habt auf jeden Fall einen gekeimten Samen dafür, um dann in Ruhe das Simon's Says zu machen. Hier sind auch noch die Offenbarungssamen. Die kann man theoretisch noch mit einsammeln, wenn ihr noch nicht genug habt. Und nun haben wir hier dieses wunderbar große Simon's Says. Am besten verschafft ihr euch einen Überblick. Mit der Säule platziert ihr hier und guckt euch das Ganze von oben an. Ihr könnt es euch theoretisch hier auch im Stream einmal angucken. Ich laufe mal hier so weit hin und dann könnt ihr es einmal sehen. Und jedes Mal wieder abspielen, damit ihr es euch merken könnt. Ansonsten blende ich euch hier nochmal ein Bild ein. Da sollte die Reihenfolge draufgeschrieben sein. Ich habe auf jeden Fall mehrere Versuche gebraucht. Also macht euch nichts draus. Ich bin da auch echt schlecht drin. So, aber hier ist er endlich. Der letzte und sechste Red Pool. Für mehr Tipps und Tricks schaut gerne bei mir auf Twitch vorbei oder auf meinem Discord. Link unten in der Videobeschreibung. Oder lasst mir ein Abo auf YouTube da. Ich würde mich sehr freuen.